Stream. Marvel. Powered by Unreal Technology. Gazillion Entertainment. Marvel Heroes. Und damit moin moin und herzlich willkommen zu einem Let's Test von Onkel Wolli. Und zwar geht es um das Spiel Marvel Heroes. Der Name sagt schon ziemlich viel. Es geht um die Comic-Charaktere von Marvel. Jeder kennt sie aus diversen Filmen, Comics und Geschichten. Es dreht sich da um Spieler wie zum Beispiel Iron Man oder den Hulk oder alle anderen aus den Avengers und viele, viele, viele andere, die es noch gibt, die auch gar nicht so bekannt sind in den allgemeinen Kreisen. Aber hier gibt es sie, die werden wir auch gleich alle nochmal sehen, zumindest teilweise wahrscheinlich. Ich habe mir hier schon mal einen Account erstellt und wir loggen uns da jetzt gleich mal ein und dann werde ich euch mal mehr zu dem Spiel erklären. Ich muss hier einmal ganz kurz mein Passwort eingeben. Und dann loggen wir uns mal ein. So. Ja, ich muss jetzt ganz ehrlich zugeben, ich bin nicht so der Comic, Fan schon. Ich finde diese ganzen Actionfiguren und Filme total geil. Aber ich bin mir jetzt nicht so ein Experte, dass ich jeden Superhelden einzeln kenne. Gerade die etwas unbekannteren nicht. Deswegen werde ich hier wohl den einen oder anderen, Bock beim Kommentieren machen, aber das soll mir verziehen sein, bitte. Ich möchte dieses Spiel auch erstmal nur testen. Ich mache daraus nicht direkt ein Let's Play. Ich möchte es ein bisschen ausprobieren, mal gucken, vielleicht mache ich daraus ein Let's Play, aber das wird man dann erst sehen. Ich werde auch noch ein weiteres Let's Test aufnehmen und dann werde ich mal entscheiden, was dann letztendlich vielleicht mal ein Let's Play wird. So, was ich euch schon mal erklären kann. Ich habe mal ein kleines Prolog-Intro gespielt, also so eine Einstiegsmission, um die Steuerung kennenzulernen. Das habe ich schon mal absolviert, damit ich euch auch jetzt hier so ein bisschen was erklären kann. Ich gehe mal hier in die Zone, wo nicht so viel los ist. Ja, hier sieht man es ein bisschen schlecht durch die Fenster. Also ihr seht jetzt schon mal hier meinen Charakter. Ich weiß nicht, ob ihr ihn so erkennt. Das ist auf jeden Fall der Punisher. Der gehört auch zur Marvel-Gruppe, nenne ich jetzt mal ihn mal. Der hat also direkt mal hier eine fette Knarre, den konnte man sich am Anfang aussuchen, sowie 9 weitere Charaktere, die ich jetzt aber nicht alle aus dem Kopf kenne. Aber ich fand ihn halt am coolsten am Anfang, habe ihn auch ausgewählt deswegen und das ist sein typisches Punisher T-Shirt mit seinem Logo. Ein paar fette Knarren hat er dabei. Das ist halt so ein normaler, der hat jetzt keine Superkräfte, der ist einfach nur, der hat Rage, also richtig Wut als Superkraft, so würde ich ihn mal nennen. Auf dem Mausrad kann man heranscrollen und wegscrollen, je nachdem wie man es gerne hätte. Mit der linken Maustaste kann man da, wo gerade der Cursor ist, den Spieler hinschicken. So bewegt man ihn halt. Ne? So, mit der Q-Taste. Nein, was? Es war ja nicht Q. Es war. Oder geht das? Das geht jetzt hier drinnen halt nicht. Ich bin jetzt hier übrigens im Stark Tower. Das ist sozusagen die Lobby für dieses Game. Hier oben sieht man dieses leuchtende Teil. Das ist ein Waypoint für den Stark Tower. Wenn ich da jetzt reingehen würde, dann würde ich in den Prolog gehen, sprich da in diesen Teil der Stadt, wo ich meine Trainingsmission abgeschlossen habe. Hier stehen halt noch diese ganzen anderen Online-Spieler herum. Da sieht man ein Männchen in Flammen. Ich weiß leider nicht, wie er heißt. Ich glaube, Human Torch oder sowas. Dann ist das hier, glaube ich, Flash, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und es gibt also es gibt wirklich sehr viele. Die werden wir alle noch sehen. Da sehen wir zum Beispiel Captain America gleich zweimal. Da nochmal diesen Human Torch. Das sieht ein bisschen aus wie Wonder Woman. Gehen wir hier weiter rum. Achso, hier außen stehen auch, ich sag mal Händler. Oder, Händler für Rüstung, für Waffen, für Outfits und für Charaktere und was es nicht alles gibt. Da kann man mal einmal draufklicken. Und sehen hier, einmal hier rechts, was wir da alles bekommen können. Falcon Team Up. Ich weiß jetzt gar nicht, was das alles ist. Bei Back. Man kann auch was verkaufen anscheinend. Aber Black Panther, also man kann hier Outfits kaufen und was ist. Also Unmengen an Add-ons, die man hier so kaufen kann. Mit Spielwährung. Wir haben momentan hier ganz unten, sieht man es jetzt gerade, 328 Credits. 0 QNG Balance. Also das nennt ihr einfach nur G, also G. Klick hier, du open the store. Da kann man wahrscheinlich dann echtes Geld in diese G-Points
umwandeln, um sich da was von zu kaufen. Und das sind Odin-Marken. Odin-Marks can be used for legendary blessed blessings at your crafter. Also für irgendwelche legendären Blessings, also für ja, da kommt jetzt wieder mein Englisch durch. Mein Blessing, Mann, das ist doch hier Segnen oder irgendwie sowas in der Art. Also da kann man auch irgendwas bekommen. Hier mal unser Inventar, da ist schon ein bisschen was eingesammelt durch diese Trainingsmission. Da droppen dann auch diverse Sachen, so wie hier zum Beispiel Medikit, unser T-Shirt. Das bringt dann plus 133 Defense, plus 18 Defense nochmal zusätzlich. So verstehe ich das zumindest. Und ja, hier ist auch, das ist auch gleich diese ganze Übersicht hier oben vom Punisher, da oben steht es auch. Hier können wir uns ausrüsten mit verschiedenen Sachen, wie zum Beispiel Ketten, Medaillons, Waffen, Schilder, T-Shirts, Helm, was auch immer. Hier haben wir noch eine Anzeige für unsere bisherigen Stärken in verschiedenen Bereichen. Speed, Energy, Intelligence, Fighting, Strength und Durability. Also jede Menge Sachen gibt es da zu verbessern, zu leveln und zu skillen. So, das sollte jetzt für die Einführung eigentlich auch reichen. Was kann man hier denn noch Schönes machen? Aha, das ist also auch irgendwie ein Shop hier, sehe ich gerade. Hier oben ist wieder diese G-Anzeige, da kann man wieder Gs, G-Points, G-Punkte sozusagen, also G-Punkte. Also nicht G-Punkte, sondern G-Punkte. Also egal, ihr wisst schon, was ich meine, kann man hier hinzufügen. Dafür kann man sich dann verschiedene Sachen kaufen, wie zum Beispiel New Custom Available, nein, Heroes. Hier kann man sich nämlich Superhelden kaufen für diese G-Punkte. Die sind nämlich leider nicht alle von Anfang an kostenlos verfügbar. Nur circa 10 Stück. Wie zum Beispiel hier den Hulk, der kostet dann 900 G-Punkte. Iron Man 1350. Ja, das ist, ich weiß nicht, wie viel Euronen das jetzt wären. Hier sehen wir zum Beispiel der Punisher, da ist Owned markiert, da wir den ja haben. Nightcrawler, Mrs. Marvel, Rocket Raccoon. Also es gibt hier wirklich, also diese hier, die gibt es hier alle. So zack, 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 sieht ganz viel aus, ist auch ganz viel. Tankmaster, Thor gibt es hier auch, Wolverine, also ja, also ist für jeden was dabei, würde ich mal sagen. Und jeder hat auch seine verschiedene Fähigkeit, die er dann nutzen kann. Wir haben ja dieses Gewehr, ich weiß nicht, ich habe das Spiel natürlich jetzt nicht weiter gespielt großartig, aber ich denke mal, man kriegt auch andere Waffen. So, da haben wir gerade Flash gesehen. Der kann halt sehr schnell laufen. Das macht er ganz toll. Und wir können nämlich, wenn wir jetzt hier rausgehen. Ich gehe jetzt mal da hin. So, dann seht ihr auch ganz klar, jetzt kann man hier aussuchen. Hier links Chapter 1, Minding the Kitchen. Chapter 2, Pursuing the Hood. Und so weiter und so fort. Das sind dann die Missionen. Prolog ist jetzt markiert. Da können wir uns jetzt hin warpen lassen. Hier unten steht es auch. Warp to Location. Das machen wir jetzt mal. Jetzt Leder kurz und wir sind dann gleich in diesen Prolog-Missionen. So, und jetzt können wir nämlich auch wieder, was ich gerade eben schon mal ausprobiert hatte im Stark Tower, was nicht so gut funktioniert hat. Mit der Taste A können wir uns so aus der Situation herauswinden und ganz schnell abrollen. Dabei geht in diesem grünen Balken hier unten, nein, das war falsch, in diesem blauen Kreis hier geht unsere Spirit-Anzeige, ist das nämlich. Die hat 113 von 113 im Moment. Die, habt ihr gesehen, die geht da ein bisschen weg hier. Jetzt füllt sie sich wieder selbstständig auf. Spirit, das ist sowas wie Mana. Jeder sollte das kennen aus einem Rollenspiel. Das geht halt, wenn man das zu oft macht, leert sich das und irgendwann hat man es dann nicht mehr und kann diese Funktion nicht mehr nutzen. So, hier unten sehen wir auch jetzt Quick Escape, nennt sich diese Aktion auf der A-Taste. Die haben wir da, da kann man wahrscheinlich auch später was anderes ersetzen. Rifle Shot, das ist unsere Pumpgun, unsere Maschine. Und auf der linken Maustaste können wir nämlich dann so auf dieses Auto schießen. Mit einer Einzelschussaktion. Und mit der rechten Maustaste, na, das war jetzt nicht ich, das war der Kumpel, der da gerade durchs Bild gerauscht ist. Oh, hier sind noch ein paar Mobs, die gehe ich mal weg, weil auf Kämpfen habe ich jetzt keine Lust. Es steht jetzt wieder irgendwo ein Auto. Naja, auf der rechten Maustaste kann man auf jeden Fall so ein bisschen in der Gegend herumschießen. Das ist dann so der, die zweite Attacke. So, den muss ich jetzt mal angreifen, dann kann ich das hier auch gleich mal zeigen. Der hat da oben seine Energieanzeige. Und auf den Aktionen mit der linken und rechten Maustaste kann ich ihn halt killen. Und dann droppt er hier solche schönen Kugeln. Grün für XP, blau für Mana. Eigentlich, wie es hier unten auch steht. Da Mana jetzt voll ist, kann ich das nicht, oder Spirit heißt es, kann ich es nicht einsammeln.
Aber ist ja auch egal, ist ja voll. Und das Rote hier unten sind übrigens die Lebenspunkte. Da haben wir 710 von möglichen 730. So, hier das Auto kann ich auch nochmal erledigen. Aber es bringt uns eigentlich nichts. Und manche der Gegner, so wie hier diese Schläger-Gang hier oben, das sind auch alles Gegner, die so rot umrandet sind, wenn man mit dem Cursor drauf geht. Die droppen dann auch Monies, Geld. So, ich knall den hier mal eben noch ab. Zack. Du kriegst auch noch ein paar hinter die Löffel. Daher muss ich immer ein bisschen um mich schießen. Also die machen auch nicht besonders viel Schaden. Das ist wie gesagt hier so ein bisschen diese Prolog-Anfangsmission, wo man ein bisschen mit der Steuerung lernt umzugehen. Das haben die jetzt hier gedroppt. Irgendwelche Punkte oder Jellybeans. Und XP und Rifles und alles mögliche. Da ist noch so ein Zombie-Freak. So, den legen wir auch mal um. Wir können jetzt hier immer weitergehen in dieser Munition. Also, in dieser Prolog-Mission. So, und dann würden wir halt irgendwann zu einer Bank kommen, die überfallen wird. Und die müssen wir dann halt befreien von Bösewichten. Aber das machen wir jetzt nicht, weil ich das jetzt schon gemacht habe. Und das letztendlich möchte ich euch das hier alles nur zeigen. So, hier sind wir wieder in unserem Beam Miyazaki-Plattform. Chapter 1. Könnte ich mich jetzt nicht hinwarpen lassen, weil ich das noch nicht gespielt habe oder so. Queen's Bank. Ach so. Stark Tower. Prolog. Dann gehen wir mal wieder zum Stark Tower. Hey Carol, you look marvelous. There you go. Ach ja, hier übrigens ist noch... ach, was habe ich denn jetzt gemacht? Ach so. Hier ist übrigens der Stark Server sozusagen. Wenn wir da draufklicken, dann können wir Sachen, die wir im Inventar haben, wie zum Beispiel Black Cat Metal, die wir errungen haben, können wir hier ja, hinterlegen. Das ist so eine Art Bank oder Lager, sag ich mal. Da können wir unsere Sachen storen, wenn wir hier unten alles voll haben. Und die dann immer wieder abrufen. Ja, was gibt es noch zu erzählen zu dem Spiel? Also es ist Free-to-Play. Das ist, wie ich finde, sehr wichtig. Das Spiel macht auch wirklich Spaß. Alleine diese ganzen Funktionen und Skills und Level, die man hier erreichen kann und aufbauen kann, mit diesen ganzen Marvel-Superhelden, macht einfach Spaß. Gerade wenn man sich ein bisschen so für die Avengers interessiert und die Filme liebt, dann ist das hier genau das Richtige. So ein bisschen was von der Filmatmosphäre kriegt man hier schon mit. Also ich finde es klasse. Das ist nochmal unser Charakter hier. The Punisher. Und das war ein kleines Testvideo. Wie gesagt, ich werde noch ein anderes Let's Test fertig machen. Und dann möchte ich eins der beiden gerne Let's Playen. Ich weiß nur noch nicht welches. Vielleicht könnt ihr da mal in den Kommentaren was dazu schreiben, welches ihr gerne sehen würdet oder lieber sehen würdet von den beiden Spielen. Das andere werde ich jetzt in dieser Folge nicht verraten, aber das werdet ihr natürlich auch auf unserem Channel finden, das andere Let's Test. Und dann mal gucken, was es dann wird. Und dann freue ich mich auf jeden Fall auf eure Entscheidung und auf das nächste Let's Play, was wir dann beginnen werden. Bis dahin sage ich schon mal danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.